dass Kane uns Informationen vorenthält? Meinst, sie weiß mehr, als sie uns sagt? Ich glaube, Taylor ist über irgendwas gestolpert, das er nicht wissen sollte. Und jetzt ist er frei zum Abschuss. Kann sein, ja. Aber Kane ist auf unserer Seite. Wir können sie nicht diesen Tieren überlassen. Beim WA herrscht pures Chaos. Wir müssen Taylor finden, bevor es schlimmer wird. Wenn wir Kane nicht rausholen, macht das keiner. Sie ist schlau und sie hat Biss. Sie wird durchhalten, bis wir kommen. Scheiße! Die reinste Immortals-Tagung da unten. So, hallo, hallo und herzlich willkommen zu... Ich geb dir von oben Deckung. Let's Play von Black Ops 3. Wir haben ewig schon nichts mehr gemacht. Weil... ja. Sagte, warte, bis niemand hinguckt. So. Gut. Trippe ich noch einer? Wo ist noch einer? Gut. Oh. Das war knapp. Gut, da vorne ist noch einer. So. Okay, waren das alle jetzt? Boah, die Fliege sind so scheiße. So. Alles sichern? Oh, scheiße. Gut. Alles mal in Sicherheit machen. Versuche im Schatten zu bleiben. Gut, ich muss jetzt ein bisschen taktischer gehen. So. Das Feuer. Okay.
lade kurz. Okay. Jede Menge Immortals-Aktivität da unten. Geh es langsam an. Ziel direkt voraus! Schleißen, also nicht wundern, warum ist nicht zu extrem. Schnell vorangehen. Weiter. Ja, ja. Auch wenn ich jetzt gerade total leise bin. Ich bin gerade total konzentriert, dass ich bloß keine Scheiße baue. Ziel direkt voraus! Alles beobachte hier. Gut. Letzte Folge habe ich mich echt so richtig dumm angestellt. Okay, hier ist nix. Hingehen. Ja, ja. Willst du es wirklich nicht ablassen? Auf gar keinen Fall, Hendrix. Wir verlassen Singapur nicht ohne sie. Der Unterschlupf ist kompromittiert. Gut. Ich ziehe mich in den Schutzraum zurück. Leite Code Schwarz ein. Gut zu wissen, dass du noch munter bist. Hast du Taylors Funkspruch gehört? Er hat euch kontaktiert? Was hat er gesagt? Was hat Taylor euch erzählt? Sie kommen! Kane? Die Kommunikation ist wieder abgebrochen. Nein, das ist was anderes. Ich habe Rache geschworen. Ihr habt eure Mauern errichtet, um die Schwachen und Kranken einzupferchen. Ihr habt sie zurückgelassen, sie vergessen. Heute verüben die Kinder der Apokalypse ihre Vergeltung gegen all jene, ihnen tatenlos beim Sterben zugesehen haben. Daran seid ihr selbst schuld. Gojulan? Wie?
Ich habe ihr Zugriff auf unsere Kommunikationsprotokolle gegeben. Taylor, was willst du? Was genau suchst du? Die Entscheidung, die Verantwortung, ruht immer auf den Schultern eines Einzelnen. Und den werde ich finden. Wieso? Weil ich wissen muss, wie tief dieser Kaninchenbau ist. Die Kampfwagen könnten uns Vorteile gegenüber den Scharfschützen verschaffen. Bei mir sammeln und zum Unterschlupf vorstoßen. Okay, alles klar. Ah, Munition, Munition, Munition. So, aufstocken und weiter geht's. Halt! Was ist das für ein Geräusch? Oh, sorry. ASP, in Deckung! Ablenken! Ich schalte das Verteidigungssystem aus. Das Verteidigungssystem geht wieder online! Ich glaube, das war's.
sich erledigt aus. Jawohl. Taylor hat unsere Kommunikation kompromittiert. Na. Wir haben keine Ahnung, wer zuhört oder redet. Nice. Oh fuck! What? Da kann man's auch machen. Alter, ihr seid doch verrückt, ey. Oh, Alter, ihr seid ja verrückt, ey! Boah! Ja, dein Ernst! Ich brauche einige.
Sonst geht's noch, oder? Ey, jetzt ist er verrückt im Kopf. Okay. Aber diese Fortsetzung weiterzumachen, sehen wir uns gleich.